Salut, bienvenue mes amis, zu Cooles Quickies, schnelle Filmtipps. Heute mit einem klasse Film mit Alain Delon und Simone Signoret in den Hauptrollen, der Ende des Monats, Juli 2022, per VOD erscheinen wird, was also bedeutet, dass diverse Streaming-Portale den folgenden Film in ihr Repertoire digital aufnehmen und somit anbieten werden. Zunächst einmal geht jedoch wie immer ein Dankeschön an den Filmverleih über den Äther. Dieses Mal an Studiokanal, Label Arthouse. Ohne welchen ich ansonsten niemals diesen Filmtipp so schön, wie hier zu sehen, präsentieren könnte. Von daher vielen herzlichen Dank an Studiokanal Label Arthouse für die freundliche Unterstützung zu diesem, meinem Video. Ich selbst habe den Film bereits in meiner Jugend sowie noch einmal in etwas späteren Jahren sehen können. Jetzt im Vorfeld zu dieser kurzen Empfehlung leider nicht, da es sich hierbei um einen Film handelt, der wirklich äußerst selten ausgestrahlt wird. Doch hat er mich bereits vor etlichen Jahren dermaßen fasziniert, dass ich ihn seitdem nie mehr vergessen konnte und somit mehr als nur voll happy bin, dass er nun bald endlich via VOD erscheinen wird. Voraussichtlich, so wie ich die Information habe, ab dem 28. Juli 2022. Die Rede ist von Der Sträfling und die Witwe, der 1971 in die Kinos kam und auf einen Roman von Georges Simenon aus dem Jahre 1942 basiert. Zur Handlung. Ein entflohener Sträfling namens Jean macht auf der Straße Bekanntschaft mit der deutlich älteren Witwe Tati, welche schwer bepackt aus dem Bus steigt. Er bietet ihr daraufhin an, ihr beim Tragen behilflich zu sein. Da sie quasi auf sich allein gestellt ist, offeriert sie ihm schließlich Logis sowie Arbeit auf ihrem Hof, was Jean gerne annimmt. Obwohl dieser nicht viel von sich preisgibt, finden beide recht bald Gefallen aneinander und es entwickelt sich daraus eine innige Verbundenheit zueinander, was im Dorf nicht gerne gesehen wird. Zumal Tati nicht sehr beliebt ist und man sie seit längerem versucht, von ihrem Gut zu vertreiben, um sich ihren Besitz unter den Nagel reißen zu können. Als Jean sich eines Tages dann auch noch in Tatis 16-jähriger Nichte verliebt, nimmt die Geschichte einen schrecklichen Verlauf. Der Sträfling und die Witwe spielt hauptsächlich in ländlicher Umgebung und man könnte anfangs meinen, oh mein Gott, wie fad erscheint das alles im ersten Moment. Doch Delon und Signoret übernehmen ad hoc die Situation und spielen das Triste drumherum förmlich an die Wand, sodass dieses vollkommen nebensächlich wird und man einfach nur diese beiden Charaktere und deren Geschichte vertieft folgt. Denn beide spielen dermaßen eindringlich, dass mit jeder Sekunde das Interesse über den Ausgang der Story wächst. Und das sage ich, die Filme in solchem Ambiente eigentlich so überhaupt nicht mag. Doch daran sieht und merkt man, zu was wirkliche Schauspieler fähig sind. Sie lassen ein alles vergessen, sodass letztlich einzig ihre Präsenz und ihr Spiel von Bedeutung sind. Das ist wahre Schauspielkunst. Nicht umsonst habe ich diesen Film, den ich wohl vor etwa 30 Jahren zum ersten Mal sah, seitdem nie mehr vergessen können. Was sogar so weit geht, dass wenn ich an Alain Delon und Simone Signoret denke, sofort immer jedem diesen Spielfilm nenne, sobald mich jemand fragt, ob ich eine Filmempfehlung für ihn habe. Daher bin ich nun auch so glücklich darüber, euch diesen FSK 16er hier vorstellen zu können, der noch dazu in voller Länge ab dem 28. Juli 2022 zur Verfügung stehen wird. Sowohl in deutscher Fassung als auch im französischen Originalton. Verpasst diesen Tipp also auf keinen Fall. Es lohnt sich wirklich. Bis dahin sage ich nun erst einmal, salut à bientôt mes amis.